Hi, ich bin's wieder, Ela von Wolli Schiebling. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, vor 12 Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt und der hat mir heute zum 12. Jahrestag dieses mega coole 10-jährige Geburtstags-Edition geschenkt. Evoland 1 und 2. Da seht ihr es. Original verschweißt noch. Einmal die Seitenansicht. Auch eine Seitenansicht und die verheerende Rückansicht, was da so alles so drin ist. Für diejenigen, die Französisch können, die können wir erstmal eben kurz vorlesen, was da alles so drauf steht. Weil das die französische Edition ist. Ja, definitiv Französisch. Französisch. Ja, und ihr seid, könnt jetzt dabei sein, hier, wie ich es auspacke. So, erstmal hier. Ich brauche Werkzeug. Und zwar richtiges Werkzeug. Ein Schraubendreher kann man immer benutzen, egal wie. Man kann auch Schrauben damit drehen, ziehen. Man kann auch Folie damit aufmachen. Wie ihr seht, funktioniert alles. Ja, das Ding hier bietet zwei schöne Spiele an, wo sich der Grafikstil ändert. Das fand ich schon richtig cool, als ich das mir angeguckt habe. Das seht ihr auch hier hinten drauf. Also je weiter man in die Zeit reist, desto besser wird die Spielegrafik. So habe ich das zumindest verstanden. So, jetzt packen wir das mal aus. Jetzt mal gucken, wie das hier auch zu packen ist. Oh, hier, okay. Dünne Pappe. Wartet. Woran? Aha, okay. Der neugierige Gamer möchte hier reingucken und der verdammte Sammler möchte das nicht kaputt machen. Sonst wird es in die Hölle schmoren. Ha, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Oh Gott, was ist denn mit diesem Ding hier los? Ha, ich hab's geschafft. So, es ist heile geblieben. Lass es mal hier so an der Seite hier so stehen. Weg da. So, damit ihr wisst, worum es hier geht. Haha. Evoland 1 und 2. Und da steht es nochmal drauf. Auf meiner Pappkiste. Und diese verheerende Rückseite, da ist nichts drauf. Gar nichts. So, wir packen das mal aus. Wie cool ist das denn? Guckt mal, Leute. Na, das sieht mir schwer nach einer Truhe aus. So viel wie ich da gelesen habe, gibt es da wohl immer irgendwelche Truhen, wo man dann halt eben seinen noch namenlosen Helden da durchführen muss durch das Spiel. Und durch die Truhen geht das halt immer weiter. Und die Spielegrafik und das, was er kann, wird halt eben immer besser. Krieg's nicht raus. Das ist ja hier ein Wunderwerk der Technik hier. Hier haben wir die Truhe. Recht hübsch. Glänzt. Ah, wieder was für die Elster in mir. Es glänzt so hübsch. Schön im Braun. Da klappert irgendwas. Also es ist auf jeden Fall kein Ü-Ei. Wir machen das mal auf. Hier, ich bräuchte jetzt so eine Taschenlampe hier, die hier so. Ist nichts passiert. Einmal den Deckel abmachen. Hier haben wir das Spiel. Tada! Das Spiel ist schon mal da. Ist schon mal drin. Das ist schon mal wichtig. Gibt es da was auf Deutsch? Ja. Die 10-jährige Evoland Jubiläums Edition bietet dir zwei fantastische Rollenspiele, deren Grafik und Gameplay sich im Laufe des Spiels ändern. Habe ich ja gesagt. Das wird bestimmt cool. Weil ich habe erst gedacht, dass das hier oben im Gameboy Edition ist und dass sich das halt eben immer weiterentwickelt hatte. Aber nein, es ist das Spiel. Hier, was ist das? Oh, Zertifikat. Das ist eine Limited Edition. Ist es da irgendwas Wichtiges drauf? Nein. Hier. Zertifikat.
Man muss es sich vors Gesicht halten, dann sieht man das. Schon mal cool. Es glänzt. Was ist das hier? Ich wusste doch, dass hier was kaputt ist. Ich hab's dir, ich hatte es ja gesagt gehabt, da klappert was drinne, da ist bestimmt was kaputt. Ich werde jetzt einfach mal so weitermachen, als ob ich nichts gesehen hätte. Hier haben wir einmal die Karte für den Soundtrack. Also hier die Grafik, die ist schick. Da spricht der Grafiker in mir. Und hier hinten drauf ist halt eben dann der Code. Das ist mein Code. Hier ein paar Aufkleber. Ja, da hat es die Münzen rausgerappelt. Und da ist es kaputt. Da ist das. Wartet. Da ist das fehlende Stück. Guck mal, wie die Münzen aussehen. Also es ist auf jeden Fall gepolstert hier drinnen. Also das, also unten nicht, aber an den Seiten ist es gepolstert. Und hier hat es komplett hier rausgehämmert. Ganzen Lumps. Aber die Münzen, die sind echt cool. Achtet auf die Münzen. Einmal die verheerende Rückseite, wo drauf steht 10-jähriges. Einmal mit den verschiedenen Charakteren. Hier nochmal eine. Sind auch schön. Also schön stabil. Weißt du, woraus sind die gemacht? Aus Metall sind die gemacht. Ich habe gerade eben nachgefragt. Die sind aus Metall. Also die sind recht schwer. Wie schwer sind die? 10, 15 Gramm. Ja. Hier hat's den einen hier drunter gemogelt. Auch auf der Rückseite die verheerende. Und eine vierte, da. Und die vierte Münze. Die verheerende Rückseite. Ja. Das ist ja blöd. Mal gleich Fotos. Ja. Gib mal rüber. Wartet. So, der ist hier reintun. Da gestern schon was gerappelt, also als ich es bewegt hatte und geguckt hatte, da war schon ein Geräusch da drin, was normalerweise nicht normal ist. Es ist nichts Schlimmes. Es ist halt eben nur die Aufbewahrungsbox, die hier gebrochen ist. Aber es ist etwas ärgerlich. So, jetzt haben wir hier alle vier auf einmal. Zeige ich euch mal nochmal. So sieht das Ganze dann aus. So hätte das aussehen müssen, wie es geliefert gekommen wären müsste. Aber da war ja so ein Durcheinander, so ein Tohuwabohu, dass ich das ja erstmal einzeln zeigen musste. Und hier, so sieht es halt eben aus. Und hier oben im Deckel, da fehlt halt eben das kleine Stück. Ja, ärgerlich, aber nicht schlimm. Doch, es ist schlimm. Oh, das ist, ärgert mich richtig, ey. Was soll denn das? Ich hasse sowas. Ist noch ein Stück Plastikgelumpe. Och, Menno. Oh, und das ist hier drinne. Drei Sticker. Wartet, ich will das euch mal so zeigen hier. Die Münzen. Drei Stickerbögen, also drei Sticker, keine Bögen, sondern nur Sticker. Einmal Evoland, Evoland 2, Evoland 1 und 2. Diese Karte. Das Zertifikat. Das Spiel, worum es eigentlich hier geht. So. Das aus? Wir packen das aus. Komm, wir packen das schon mal aus. Dann kann ich es aufstellen. Wartet. So. Und da ist das Spiel.
Und innen drinne ist wieder ein hübsches Bild. Das finde ich immer cool, dass das nicht so leer da drinne aussieht. Box. So. Die Box ist flöten gegangen. Müssen wir das Ganze hier so ein bisschen aufschichten. Ich hätte euch jetzt gerne noch die Münzen gezeigt, aber die werden gerade fotografiert und rumgemeckert und ich bin gespannt auf das Spiel. Da kommen sie wieder. Eben kurz Zeit überbrücken. Hier sind die Münzen, hier ist der Deckel von der Truhe. So. Das ist das ganze Ausmaß von der 10. Jubiläums Geburtstags-Edition von Evoland 1 und 2. Was sagt ihr dazu? Wie viel hat die gekostet? 69 €. Für 69 Euro kriegt ihr, 79 € für 79 Euro kriegt ihr hier diese ganzen Sachen, zwei Spiele. Gab es nur noch über eBay in Frankreich. Und gab es auch nur noch über eBay in Frankreich. Also man hat es hier in Deutschland jetzt gar nicht mehr so gekriegt. Also ist also auf jeden Fall eine Rarität unter den ganzen Gelumpe. Ja, RPG, mein Ding. Ich werde auf jeden Fall da mal reinschauen. Vielleicht gibt es auch noch ein Video von den ersten 15 Minuten. Ich muss mal schauen. Von wegen hier, Ela zockt mal eben kurz an. Das wird es auf jeden Fall geben. Jetzt sammle ich alles meinen ganzen Gelump hier wieder ein, werde es in meine Sammlung reintun und dann sehen wir uns auch schon bei meinem nächsten Video wieder. Wahrscheinlich bei Elazock kurz an. Ich sag euch Tschüss. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet hier. Lasst mal ein Like da, vielleicht ein Abo und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.